Hallo und willkommen zurück zu Jedi Fallen Order. So, wir wollten eigentlich sofort nach Zepho aufbrechen, aber hier haben wir noch einen schönen Boss zu erledigen. Deswegen würde ich das tatsächlich vorziehen. Da wollen wir uns kurz mal zu ihm begeben und dann hoffentlich ihn ausschalten. Wird garantiert nicht beim ersten Versuch klappen, aber ich gebe mein Bestes. So. Das ist nicht weit entfernt. Ich glaube, wir müssen jetzt nur irgendwie rechts rum. Ja, das sieht gut aus. Und dann können wir mal schauen, ob wir dem so ordentlich aufs Maul geben können, wie ich mir das erhoffe. Ich bezweifle es, wie gesagt, ein bisschen. Hui. So, das ist doch hier ein idealer Speicherpunkt. Meditieren auf jeden Fall. Dann ruhen wir uns einmal aus. Ja, sieht gut aus. So, warst du schon? Ja, Spiel hat gespeichert, Fähigkeiten habe ich keine. Ach, das ist ja wie im echten Leben. So, dann einmal hier auf das Röhrensystem, obwohl keine Elche hier sind. Ein Speicherpunkt direkt in der Nähe wäre natürlich noch besser, aber was soll's? Hier in dieser komischen Höhle oder durch die Höhle durch und dann ist das fette Froschvieh da. So. Bisschen dunkel hier. Vielleicht sollten wir uns auch immer ein bisschen zurückziehen. Ja, da ist er. Ist er nicht schön? Ich weich doch aus. Au. Au. Brauchen Stim. Nein, ich weich aus. Stim. Ja, brauche ich. Wir haben ihm zwar ein bisschen Schaden zugefügt, aber ich fürchte, er hat mir mehr Schaden zugefügt. So, diesmal hau mal auf die Fresse. Hab auch eine neue Strategie entwickelt gegen den Gegner. Einfach weniger beißen lassen. Ich finde, das ist eine super Strategie. Also, einmal noch und dann geh mal weiter. So. Ach, immer diese wilden Gräser, die einen hier versuchen abzuhalten, oder die einen versuchen davon abzuhalten, hier so einen Bossplatz zu machen, das geht hier gar nicht. Da ist er ja, der hässliche Frosch. Ja, Leben macht und EP wiederhergestellt. Nein, rück mir doch nicht auf die Pelle. Komm schon. Anscheinend mag er es in dieser Höhle nicht. Ja, Taktik gefunden. Geh mit deiner langen Zunge da weg. Wirf ihn her. Nein. Gut ausgewichen. Nein. Sehr schön. So, dann. Komm schon. Schnell, Hilfe! Ja, Hilfe kommt. Ja, wir haben ihn. Hui. Kann ich jetzt damit noch was anfangen und mir was kaufen? Kann ich mir was kaufen? Kann ich die nicht mal scannen? Ah, ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Okay, da ist was zum Hacken und hier ist was zum Echoen. Was ist denn hier drin schon wieder? Der arme Oh, Bockling ist tot. Lebensessenz. Wollte er seine Familie schützen? Lebensessenz. Kann heute schon wieder nicht reden. Wie kann ich die aufmachen? Bist du noch da? Sehr schön. Hab leider nicht mitbekommen, bist du noch da? Wie ich das hacken kann. Ist egal. Hui, was für ein Gegner. Geht ja gut los hier. Na egal. Geschafft ist geschafft. Auch wenn wir da eine unfaire Taktik hatten. So, jetzt nur nicht runterfallen. Das wird mir überhaupt nicht schmecken. So, ich glaube, wir müssen den gleichen Weg nochmal zurück. Und dann können wir ja auch gleich speichern. Das ist ja das Tolle hier. So, einfach noch auf das richtige Rohr kommen. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann müsste man wieder da hinten langkommen. Was machst du denn? Irgendwie willst du mich da hinleiten, aber warum? Ach, dass wir da hochkommen. Ja, das ist ja auch der richtige Weg. Das stimmt. Ich erinnere mich.
So, einmal ausruhen und speichern. Achso, wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt. Na gut, den können wir auch gleich einsetzen. Fähigkeitenbaum. Was brauche ich? Definitiv mehr Leben. Überragendes Blocken. Oh, ich block so selten. Machtabstimmung. Nö, ich würde sagen Sprintattacke. Ja, sprintet nach vorne. Klingt doch gut. Setz mal ein. So, können wir schon wieder verlassen. Und dann geht's hier lang. Hui, 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 hui. Oh, da wäre ich fast abgestürzt. Das sollte natürlich nicht sein. Sehr schön. Hui. Und auf zum Raum. Wo geht das denn hier lang? Ist da noch eine verborgene Kammer oder so? Hier geht's auch. Überall sieht man das. War man da schon drin? Weiß leider nicht, wie man die Container aufhängt. Das muss ich nochmal in Erfahrung bringen. Boah, schau mal irgendwie, wenn wir nochmal hier auf den Planeten kommen. Was da unten denn war. Ich will jetzt mal den neuen Planeten sehen. Ab nach Sefu. Mit euch kann ich immer noch nichts machen. Schade eigentlich. Ihr seht so süß aus. Versteckt euch aber immer. Na gut. Einmal rein ins Raumschiff. Ja. Weiß nicht, warum das bisschen gebackt hat. So, was nehmen wir denn? Ja, Sefo. Nach alten Gräbern. Und reisen. Ich drück doch eher. Also, das ist... Ich muss hier irgendwie... Wie hast du sie bewegen? Was bist du? Na, wo ist Sefo? Ich verstehe die Karte noch nicht. Planetenkarte. Nee, das hilft gerade nicht. Also da bin ich. Was ist das? Weiß nicht, wie man Sefo aus Alien auf Alien schreibt. Ah, links steht's. Datumir Sefo. Okay, hab's rausgefunden. War ja fast schwieriger als der Bosskampf. Los jetzt, Mopsgeschwindigkeit. Was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Sagen Sie es ihm. Er kann sie schließlich verstehen. Ernsthaft? Ja. Oh, hör mal. Ich hab's wirklich nicht so gemeint. Droiden machen mir Angst. Warum das denn? Ganz was Neues. Kann ich mich nicht einfach hier hinsetzen? Die deaktivieren Droiden einfach so. Damit ist er einer von uns. Oh, das ist hart. Ich nehme alles zurück. Du bist okay, Kumpel. Auf jeden Fall ist der okay. Ach, das interstellare Reisen ist aber lustig. Setz dich auf deinen Platz. Ah, ich kann mich doch setzen. Das ist aber eine coole Ansicht auf dem Planeten. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, zumindest nicht im Sturm. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Na gut, dann zum Auge des Sturms. Hui. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Wieso denn? Sind doch nur leichte Windböen. Komm schon. Okay, wohlplatziert landen. Die bräuchten Scheibenwischer hier. Ganz schön hart aufgesetzt. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Das klingt doch gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Sehr gut. Dann erkunden wir mal. Herr, hier drüben. Gute Arbeit, Bogano. Dankeschön. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sefo sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Das ist der Plan. Gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sefo besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Faszinieren die dich nicht mehr? Mich fasziniert es.
Was machst du hier draußen? Deine Schäden begutachten? Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Nö, mir geht's gut. Ach, du redest mit deinem Schiff. Was glotzt du so? Entschuldigung. Na gut. Ja, ganz schön viele Flaggen da oben. Und was haben wir hier? Wieder ein Lichtschwert-Customization-Paket. Hast du was gefunden, BD1? BD1-Skin. Blau 1. Wo können wir den denn anpassen? Vielleicht im Inventar, das schauen wir nachher. Abgeriegelt. Ja, von der anderen Seite, das ist nie was Gutes. So. Keine Ahnung, was das heißt, aber hier kommen wir zumindest ein bisschen rein. Baufälliger Hangar, so sieht das auch aus. Hey, BD1. Was hattest du denn hier schon wieder entdeckt? Kann ich nicht lesen. Ich schau ja hin. Eine Lagerkiste. Was fandest du an der so interessant? Oh, die Kiste finde ich interessanter. Komm wieder her. Lass ihn doch erstmal looten. Was war da drin? Neues Poncho-Material erhalten. Poncho. Poncho. Wieso spreche ich das so komisch aus? Kenn das Wort doch. Oh, kann doch nicht alles hier verriegelt sein. Nimm dein Lichtschwert. Ich hab's versucht. Jo, das habe ich auch gesehen. So. Was haben wir denn hier noch? Können wir die Kisten irgendwie bewegen, dass wir wo drauf springen können? Nö, sieht nicht so aus. Da oben können wir aber zumindest, glaube ich, irgendwas machen. Sieht ein bisschen raketig aus, was da liegt. Nö, halbwegs. Okay, dann müssen wir anscheinend nicht hier rein oder vielleicht da vorne links. Nö. Gut, was hat das hier drin dann gebracht? Gar nichts. Ich komme nicht mal an dem Tuch hier vorbei. Das finde ich aber doof. Okay, von der Seite geht's. War wohl ein sehr, sehr massives Tuch. Egal. Dann schauen wir mal weiter. Ich war mir fast sicher, dass wir hier rein müssen. Oh, da gibt's auch noch einen Weg. So viel zu dem, wie sicher ich mir war. Ja, das ist ja praktisch hier. Nur keine starke Windböe, sonst liege ich da unten. Oh, die fressen einen Sturmtruppler. Ja, gut macht ihr das. Aufpassen, BD. Na also. Wo bist du hin? Wieso bist du da hoch? So, was willst du denn scannen? Sturmtruppler. Ja, das hätte ich auch entdeckt. Imperium, Sie haben Zepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Sehr gut. Macht es. So, die heißen Skaz, die kleinen Ratten. Oh. Kommt doch nicht immer aus der Erde. Stimm, sofort! Da ist ja noch einer. Hier geht in meinen Sprintangriff. Haha. Ah, so. Okay. Da wissen wir schon mal. F halten ist Sprintangriff. F drücken ist dieses von oben herabschlagen. Sollte die Fähigkeiten, die ich habe, auch mal einsetzen. Das sieht doch hier schon wieder so höhlich aus. Ein Glück habe ich meine Lampe dabei. Okay, da ist schon wieder so ein X. Kann damit nicht interagieren. Da sind ein paar Schalen, warum auch immer. Hat sich wohl jemand überlegt, dass das hier notwendige Deko ist? Ein Echo! Dann wollen wir es mal wahrnehmen. Kriegen eine neue Fertigkeit. Ein Baby weint. So langsam wird es gruselig. Hat Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Okay, dann haben wir das Versteck hier gefunden. Und wenn wir gerade nicht viel sehen, können wir uns das Laserschwert nicht irgendwie an die Stirn kleben, dann können wir dauerhaft was sehen. Dann wären wir auch ein Einhorn. Stimmt, Fach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD.
Oh. Hat er jetzt mehr Hilfkapazität dauerhaft? Ja, ich denke mal. Das ist aber gut. Sehr schön. Maximale Anzahl an Stim-Behältern erhöht. Finde ich gut. So wie ich hier aufs Maul krieg, sind die nicht zu verachten, die Heilpakete. Allein deswegen. Ah, leuchtet doch auch. Wofür habt ihr hier die Fackeln? So, komme ich da noch hoch? So. Schön leuchten. Dann falle ich wieder irgendwie auf mein Näschen. Kann ich gar nicht leiden. Da unten leuchtet noch was komisch. Ja. Wird bestimmt auch später noch leuchten. Ui. Ah, jetzt sieht es gerade wieder richtig cool aus, das Spiel. Kann ich mit der Blume hier was anfangen? Mit dem Blümchen? Nein. Gut, dann geht's da lang. Würde ich zumindest mal behaupten. Es sei denn, jemand behauptet was anderes. Das war knapper als mir lieb ist. So, irgendwo ein Schalter. Oh, Treppe nach unten ist auch in Ordnung. Komische Geräusche auf der Treppe. Ah, jetzt können wir die Tür entriegeln. Sehr gut. Oh, Sturmtruppler. Ihr bringt euch selbst um. Hättet ihr nicht geschossen, hättet ihr alle noch gelebt. Zwar auch nicht lang, aber die Schuld dafür lasse ich mir jetzt nicht geben. Du willst noch was scannen? Ah. Warnung. Ja, das hätte ich auch so erkannt. So, was haben wir hier unten? Irgendwas Schönes. Ja, eine Kiste. Schöner geht nicht. Komm schon. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Oder so ein ganz krasses Lichtschwert. Pflicht und Entschlossenheit. Neuen Sender. Weiß man nicht, was das für Sender sind bis jetzt. Vielleicht ein Radiosender. So. Ah, da kann ich wieder mit der Macht rumspielen. Hui, hui. Wieso rennt ihr jetzt weg? Achso, ihr kämpft gegen das Vieh. Na, das könnt ihr gern machen. Oh, und von hinten. Ja. Ja, das sind schöne Kampfanimationen. Was ist da? Ein Tischchen? Fähigkeitenpunkt erhalten. Okay. Okay, was haben wir hier noch? Ich dachte, du hast sie gerade gescannt. Ah, doch. Scout-Truppler. Oh, hier sind ja ganz viele. Oh nein. Jetzt wohl nicht mehr. Wollte ich doch gar nicht. So. Wie oft soll ich ihn noch treffen? Mindestens noch einmal. So, ihr seid ausgeschalten. Schade, dass ich kein Blaster ausrüsten kann im Moment. Was ist denn das für ein cooles Trinkgefäß? Na gut. Hier sind überall Türen, aber ich würde gern die oberflächlichen Gegner erstmal ausschalten. Vielleicht kommen wir hier auch noch irgendwo lang. Keine Ahnung, was das heißt. Sieht nicht mehr aus wie eine Warnung. Auch wenn dasselbe Symbol drauf ist, aber da es nicht in Rot ist. So, dann schauen wir mal doch hier rein. Ach, können wir gar nicht. Na gut, man kann sich ja auch mal irren. Ah, da ist die Warnung wieder. Können wir hier hoch? Sieht so kletterbar aus, anscheinend nicht. Na gut. Dann müssen wir wohl doch hier lang. Alles gut, alles gut. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Da geht's zumindest hoch. Bestimmt wieder irgendeine Kiste hier. Da ist zumindest eine. Und da drüben sind noch zwei Sturmtruppler.
die mich, glaubt, noch nicht sehen. Ja, die haben gerade gesehen, Feind verloren. Na, schieß. Ich schaffe das nicht allein. Ah. Richtig gute Fähigkeit. So, was haben wir denn hier? Oh, das sieht nach Kühlmittel aus. Ne, ein Speicherpunkt. Ach stimmt, die Sturmtruppler respawnen aber auch. Dann will ich gerade nicht speichern. Aber Fähigkeitsbaum. Was haben wir denn? Alt plus Linksklick. Greift Kerl nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt eine schnelle Trittattacke aus. Ja, warum nicht? Oder kann ich hier noch was machen? Überragendes Blocken. Kells Verteidigung verbessert sich. Ja, dann mach mal zuerst das. Schaltet vielleicht rechts auch mehr frei. Wer weiß es. Blockausdauer erhöht. So soll das sein. So, speichern würde ich wie gesagt nicht. Obwohl die Sturmtruppler... Wir speichern. Nochmal meditieren. Macht ja nichts, wenn die zurückkommen. Die sind ja gefundenes Fressen für uns. Ausruhen. Falls wir irgendwo runterfallen, sind wir schon mal abgesichert, dass wir den letzten Fortschritt jetzt nicht verpasst haben. So, die Tür können wir auch aufmachen, hoffentlich. Ich glaube, die führt in den Hangar. Ja, alles hängt zusammen. Ach, das ist schön. Neue Abkürzung für uns. Und nochmal neue Gegner für uns. So. Da bist du ja. Ja, dann greif mal mit Bedacht an. Ja, bist ihr da sicher? Bist ihr da sicher, dass es nur Glück ist? Seid ihr denn überhaupt? Okay, gut. Holt euch den Feigling. Feuer! Ich werde ihn erschießen. Okay, Jedi. Kämpf mit mir. Warum schuldig? Vielleicht liegt ja hier noch was. Selbst schuld, wenn du nur eine Nahkampfwaffe hast. Komm selber zurück, Abschaum. Hui. Nein. Ach komm, das wäre doch ideal gewesen da. An den Vorsprung. Wieso klappt das denn nicht? Doch, klappt doch. Weiß nicht, was ich mich anstelle. Warum gefällt euch das nicht? Macht doch gar nichts. Ich bin ganz nett. Und ich brauche neue Lichtschwertskins. Hey. Irgendwas Brauchbares? Neue Lichtschwerthülse erhalten. Warum denn nicht? Jungs! Aufpassen! Yes. Macht ihn fertig! Macht euch selber fertig! Macht jetzt keinen Fehler! Er hat einen Fehler gemacht. Oh, den kann ich nochmal scannen. Warum denn das? Hast du was? Scout-Truppler Kommandeur. Ja, den zu töten war aber nicht schwer. Da unten, ach, da war mal schon. Hier weiß ich nie, was ich hiermit machen soll. Die sehen immer so aus, als ob man die umkippen muss. Vielleicht reicht meine Macht auch nicht. Die haben so einen roten Umriss. Ich kann hier nur irgendwie blaue Sachen kontrollieren. Vielleicht kommen wir später dazu, kriegen noch eine Fertigkeit oder sonst was. So. Ach, jetzt kannst du das Schild auf einmal scannen. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Tja. Er lohnt sich zu lügen. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Das klingt schon mal wieder nicht gut. Ach komm, wieso fällst du? Ich habe mich kaum bewegt. Ich glaube, ich muss hier oben drüber laufen. Wie komme ich denn dann hoch? Hier nicht. Müsst hier irgendwie... Ernsthaft, da oben war dann schon richtig. Boah, kann ich ja nochmal... Ja, Sturmtruppler nicht mehr hier. Ciao. Langsam genug? Nee, ich glaube nicht. Er ist das nicht hinbekommen. Beide nicht.
So, ich muss noch mal rausfinden, wie man hier hochkommt. Das war doch gar nicht so schwer. Ich glaube, hier einmal... Ah. Da ging's lang. So, dann darüber, dann da hoch. Hab's wieder rausgefunden. Das ist echt eine fancy Krug hier. Erinnert mich ein bisschen an die Wikinger mit ihren Trinkhörnern, tatsächlich. So, jetzt aber. Und geradeaus weiter. Und was nun? Einfach rüberspringen. Ach, da ist ja noch einer. Ja. Wie könnte sich jemand reinschleichen? Hab dich! Mist. Hättest mich beinahe runtergeschuckt. Und so geschlichen bin ich jetzt gar nicht. So. Scomp-Anschluss. Okay, hab ich noch nicht. Kein Scomp-Anschluss verfügbar im Moment. Na gut, aber dann können wir zumindest hier rüber und... Hui! Da ist ja nochmal so ein Echo-Ding. Ach nee, so ein Meditationspunkt. Ja, warum nicht? Respawn zwar wieder alle. Macht ja nichts. Sind ja leichte Gegner im Moment. Und rein mit uns. Ganz schön höhlig heute. Ja, da ist das Ding, was vorhin, glaube ich, auch schon geleuchtet hat. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Wir werden irgendwo rauskommen, bin ich mir fast sicher. Wünsche nur generell, es wäre ein Tick heller. Was hast du? Was piepst du? Ja. Gut machst du das. Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Aha. Bist du wieder von der anderen Seite verschlossen? Sie öffnet sich nicht. Ach komm schon. Das ist natürlich dämlich. Da unten wartet wahrscheinlich der sichere Tod auf uns, wenn ich da versuche, wieder runterzuspringen. Na nee, gut, dann treten wir mal mit unserer schönen Fackel den Rückweg an. Oh, einfach da lang. Ja, steuer dich doch nochmal. Hui. Hui. So, da komm mal her, da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir, glaub ich, hin. Zumindest irgendwie. Können wir auch da hoch? Nö. Aber das sieht richtig aus. Oh, wieso liegt denn hier ein bisschen Gestein rum? Ist die Höhle etwa instabil? Das gefällt mir aber nicht. Da ist eine Truhe. Will mal sehen, wo wir hinspringen. Auch einfach mit Mut nach vorne. So. Ja, ich sag doch öffnen. Komm wieder her. Lass ihn doch erstmal looten. Neues Lichtschwertmaterial erhalten. Kupfer. Na, ja, das haben wir irgendwo abgekupfert. So, dann hier runter. Auch hier noch ein Felsen. Die Höhleninstabilität wird in Frage gestellt. So, das sieht doch gut aus. Ein Schalter. Ich hoffe, der schaltet was um. Macht vielleicht das Licht an. Der hat das Licht angemacht. Ja, wunderbar. Sehr schön. Hat man ja nicht mal eine Hand vor den eigenen Augen gesehen. So. Ach, wir kommen hoch hinaus heute. Nein, Ratte. Wirf ihn her. Stimm, hierher. Und ciao. Also das Kämpfen macht Spaß. Manchmal. Mal mehr, mal weniger. Jetzt weniger, jetzt wieder mehr. Will noch jemand was? Ich glaube nicht, die hatten genug. So, das kennen wir ja schon. Ich brauche Medizin, BD1. Ja, die hilft jetzt auch nicht mehr in der Situation.
Ja, lass doch die Macht abklingen da. So, jetzt. Das war zu früh. Das war zu früh. So, und jetzt. Schön. Nein! Och, was ist denn mit meinem Timing los? Komm schon. Ja! Kann hier nicht alles schief gehen heute. Naja, fast. Fast hätte ich's richtig gemacht. Hat aber noch gepasst. Was soll's? Was bist du denn? Au. Stim. Wo bist du? Wo ist das denn hin? Das ist nach unten gefallen? Hallo? Was? Na gut. Weg ist frei. Wie auch immer. Oh, ich hab Hunger. Das reduziert nicht. Wir können die nicht stoppen. Hey, einer findet eine Lücke. Habt ihr einen Raketenwerfer da? Au, 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 au. Der ist echt nur du und ich. Ja, nur wir beide. Kann ich das nicht zurückfeuern? Ich hab's versucht. Ich hatte das Gefühl, ich kannte die Antwort. Ui, das war knapp. Stim. Hab ich nicht mehr. Das ist Pech. So, wieso kann ich dich nicht scannen? Da hat doch noch nie jemand Raketenwerfer gehabt. So, hopp, 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 hopp. Menschen, das hier Rätsel. Ja, schneller, 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 schneller. Hui. So, dann. Mit Zuversicht. Ja, mit Zuversicht. Der Skill hat gefehlt. Ich wusste, irgendwas stimmt hier noch nicht. So. Ah, das war zu früh. Das war zu früh. Das sieht auch nach einer Rätselpassage aus. Das ist ein bisschen immersionsbrechend, würde ich sagen. Na gut. Da, wenn man so spielt, kann man sich, glaube ich, über die Immersion auch nicht wirklich gerechtfertigt beschweren. Hui. Ja, schon besser. So, langsam habe ich den Dreh raus. So. Was denn das für ein Vieh? Wow. Das muss einer der Sepho sein. Wir sind auf der richtigen Spur, was? Das ist ein Sepho? Ich dachte, das ist einfach eine Statue. Und mehr Sturmtruppler. Und ich habe so wenig Leben. Nein! Ja, da sind noch ganz viele, wo ich herkomme. Hat mich mal einer von den Sturmtrupplern erledigt. Hätte ich nicht gedacht. Nein, ich bin erst wieder hier. Ich habe vergessen. Na gut, aber zumindest haben wir diesmal Licht und... Na, dann müssen wir die ganze Passage mit den Dingern nochmal machen. Naja, wir haben wieder drei Stim-Pakete. Souls-like-Elemente. Ja, ich tue mich schwer damit. Bin eben einfach nicht so geskillt. So. Oder so frustrationstolerant. So. Einmal erledigt. Ja, ist ja gut. So. Passt doch alles. Diesmal habe ich es ja gelernt, dass das nichts wird. Hui. Knapper als nötig. Deutlich knapper als nötig. Na, diesmal. Diesmal hat sie es nicht von der Klippe verabschiedet. Na also, jetzt können wir es sogar scannen. Hat sich ja gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Ein Phylak.
Ich kann es versuchen. Ich brauche Verstärkung. Trefft ihn endlich! Er schaltet echt seine eigenen Männer aus. So, dann warten wir, bis er schießt. Und dann kriegt man ihn hoffentlich. Hi. Muss schon schneller sein. Muss schon ein Tick schneller sein. Jetzt kann ich ihn scannen. Interessant. Ging vorher nicht. Ein Raketentruppler. Ach, ich mag die Macht. Die Macht macht's möglich. Nein, das war... Ja. Ich hatte sowas befürchtet. Dass das schon wieder zu vercheckt war, was ich da gemacht habe. So. Naja. Es wird. Hui. Beinahe die Kante verfehlt. So, jetzt haben wir nochmal die ganzen schönen Gegner vor uns, aber diesmal sind wir geheilt. Ja. Den haben wir schon gesehen, den Kollegen. Ich brauche Verstärkung. Braucht ihr nicht. Ja, nur noch du. Au. Jetzt nicht mal mehr, du. So, was haben wir denn hier für schöne Sachen? Wir haben eine Tür. Kann ich mit der interagieren? Ja. Abkürzung freigeschalten. Ah, hier unten, wo wir als erstes waren. Okay, okay. Das ist gar nicht so schlecht. Ich kann dich scannen. Ich dachte, du bist ein normaler Sturmtruppler. Ja, du bist ein Sturmtruppenkommandeur. Hat dir jetzt nicht so viel gebracht. Ach, ich mag das mit den Abkürzungen. Hui. Ja, ihr trefft mich aber trotzdem nicht. Au, 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 au. Der Eindringling ist schon wieder weg. Und jetzt nicht mehr euer Problem. Der hat sich selbst ausgeschalten. Hui. Mein Lianen-Game ist noch nicht so wirklich gescheit im Moment. Nein. Beiß doch nicht so fest zu. Beiß doch nicht so fest zu. So, mehr Sturmtruppen. Nein. Versuch doch auszuweichen. Konzentriert euch auf deine Abwehr. Hab keine Abwehr. Ja, Fähigkeitspunkt. Nein, kannst du auch nicht. Das können nur wahrscheinlich die Schwestern. Okay, da brauche ich noch einen Skump-Anschluss. Hier kann ich ja noch was machen. Ein Echo. Und was haben wir erfahren? Marianna, kümmere dich um Sienna. Okay, hier sind anscheinend Leute, die sich um Leute kümmern. Irgendwas von Bedeutung noch hier? Nö. Oh, das war wieder ein bisschen mutig hier. BD1. So, geh mal vielleicht mal ein bisschen näher. So, jetzt. Ja, schön auf die Rübe aufpassen. So, wir haben... Ja, geh mal doch erstmal zum Offensichtlichen. Oder zum Speicherpunkt da vorne. Hey, BD1. Hui. Und dann kommen ja alle wieder. Na gut, mit denen können wir schon dann verhandeln. So, ich würde aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.